Nee! Hast du nicht gemacht! Hast du nicht gemacht! Hast du nicht gemacht! Nein, du bist dran vorbeigefahren. Ja, vielleicht sogar 2, 3, 4, 5, wer weiß, was weiß ich, vielleicht sogar 10 Parts von, ja, wie ich die Serie nennen, werdet ihr letztendlich dann sehen. Das Ziel letztendlich ist, euch ein bisschen mitzunehmen, wie wir ein bisschen buddeln gehen im Wald. Den Eimer hier, mein Bike, dann den Spat noch in der Hand, dann hier den Helm, Kameraausrüstung. Geht niemals bauen mit Kamerazeug, das macht gar keinen Sinn. Oh, bist schon dran? Hier sind schon 5. Ja, wo sind die Sicherheitsflipflops? Heißt, ist gerade ein Baum im Weg. Ich bin's, der Biker. Hallo. Wow, sick. Wow. Alter, das sieht smooth aus. Ja gut, das kriegen wir schon hin, das kriegen wir hin. Ja, wenn es nur der kleine Teil ist. Ist das eine Raupe? Das ist eine Raupe im Kopf. Weg ist sie. Es wird eine krasse Sanierung, wir müssen einiges tun, um den Hund wieder in Schuss zu bringen, aber wir sind wirklich motiviert und wir werden so stolz auf uns sein, wenn wir das alles geschafft haben. Also Leute, ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch aussieht, aber ich kann auf die Testfahrt verzichten. Ich will einfach nur weiterbauen. Wirklich, also wir sind gerade alle so hyped, wirklich. Ja, aber ich bin trotzdem, muss ich sagen, langsam motiviert, weil wenn ich die anderen Ergebnisse sehe vom letzten Video, weil wir jetzt beim letzten Mal bauen, ist ein bisschen höher geworden, aber wir wollen eigentlich noch höher. Kleines Gap gebaut. Boah, wie nice, Mann. Noch motiviert, Boys, nach dem langen Hustlungstag? Oh yeah. Ja, Mann. Natürlich, nach ungefähr 4,5 Stunden Hustlung. Ja, Hustlung geht nicht mehr. Bin ich gespannt, was ich umgebaut habe. Ich komme mir so bescheuert vor. Wie so ein Wettermann, der gerade berichtet, ob hier irgendwie ein Hurricane irgendwo ist. Alter, ich sehe hier schon mal einen dicken Anlieger auf jeden Fall und habe auch schon rechts was gesichtet. Wegen dem Recht bin ich erst recht ausgerastet eben. Der Sprung jetzt komplett fertig mit einer Landung, wirklich wie ein Babyarsch. 2, 1, ja! 2, 1, oh! Boah! 3, 2, 1, 1, 1. Oh, unten angekommen. An der Wall Street. Oh ja, die Wall Street. Also, servus Freunde aus Österreich in Saalbach hinter Glemm. Wir stehen hier mit Roland vom Syndicate Shape Team. Ja, das ist richtig. Genau. Du hast gemeint, es ist machbar? Ich glaube schon, ja. Ja? Mhm. Was glaubst du, bis wann? 5, 6 ungefähr. 5, 6? Hm. Okay. Ja, er hat ja noch 2 Hände. Noch 2 weitere Hände uns. Genau. Ja. Perfekt. Was soll da schief gehen? Ja. Genau. Heike, schaust du das? Gescheit halten. Und Mutter sagt, es ist immer wichtig, keine schnellen Bewegungen. Oh. Servus Freunde, wir sind zurück im Wald und wie ihr seht, wir haben uns den besten Tag überhaupt ausgesucht. Es schneit nämlich. Also wenn man hier oben landet, absolute weiche Landung. Ja. Also kann es richtig geil bis nach hinten durchflowen. Ja. Ich bin am liebsten fast in den Bagger gesprungen jetzt. Der Jonas. Moin, moin. Servus. Moin. So, Jonas, bist du zufrieden? Ja, sieht gut aus. Geht sich das aus? Ja, das geht sich aus. Ja, warum? Bauen wir jetzt noch fertig rüber da halt. Da bist du der Trail hier oder was? Genau, ja. Nicht mehr Mika, sondern irgendwie ein anderer Name, was die? Da müssen wir Monty Line. Ja, was da? Ein paar Freitags her von Monty. Ja, wir haben relativ viel Winterschäden und müssen jetzt, glaube ich, Gas geben, dass wir fertig werden aufs Opening. Ach, Kacknis. Ja, das war's erstmal. Das ist cool. Habe ich eben viel gelernt. Alter. High five. Geil.
Jo Leute, nicht erschrecken, das war das Beste auf No Lick No Ride. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Ich habe euch ein bisschen was reingeschnitten von den besten Outtake-Szenen, also die lustigsten Szenen am Anfang, die O-Töne und dann noch einen kleinen Edit mit Musik aus den besten Szenen. Vor allem die besten cinematischen Szenen habt ihr da drin gesehen. Und ich glaube, das waren wir euch mehr als schuldig, so ein kleines Best-of zu schneiden. Das ist ja mittlerweile schon wieder ewig her seit der letzten Folge. Und jetzt vielleicht noch die alles entscheidende Frage: Warum kommen keine No Lick No Ride Videos mehr? Hat zwei große Gründe. Zum einen, leider ist der Hometrail kaputt gemacht worden. Kurze Geschichte dazu, das war sogar in der Zeitung. Es ist ein Wanderer vorbeigelaufen gekommen, hat einen Sprung gesehen, hat gesagt, oh, das sieht aber gefährlich aus, hat das Ganze in der Stadt gemeldet. Und die Stadt hat sich dann gezwungen gefühlt durch die Anzeige, das war keine polizeiliche Anzeige, sondern einfach nur ein Vermerk dazu, dass der was Gefährliches steht, wurde dann diese Sprungschanze, wie es in der Zeitung steht, kaputt gemacht. Und dementsprechend, es ist jetzt keine, wie gesagt, ist immer noch eine Grauzone, wir dürften da theoretisch noch bauen, also zumindest bei den Sektionen oben drüber und unten drunter, wo es noch keine Beschwerde gab, aber es ist ein absoluter Zwiespalt, also nur eine Frage der Zeit, bis wieder kaputt gemacht wird, also die alte Leier, wie man sie kennt aus Deutschland. Grund Nummer zwei ist, ihr wisst, ich bin weggezogen von zu Hause, von Heidelberg aus, dementsprechend wäre ich nicht mehr so oft dort und Eike müsste dann mit den Jungs dort oben alleine die ganze Sache klären, was wie gesagt möglich wäre, aber dann kommt wieder Punkt 1 ins Spiel. Ja, tut uns leid, dass wir so lange uns nicht hören lassen haben über No Lick No Ride. Aber das ist der Hauptgrund Nummer 1. Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass es wieder ein Comeback geben wird. Dass wir vielleicht einfach einen neuen Trail anfangen. Irgendwo noch tiefer im Wald, noch versteckter. Ja, aber da kann ich euch nichts versprechen. Aber vielleicht könnt ihr euch darauf freuen. Und sowieso natürlich in Saalbach. Ich hoffe, das klappt dieses Jahr wieder mit Saalbach, dass wir da vorbeikommen und da wieder eine coole Serie starten, eine Woche lang oder so. Würde mich freuen. Und ansonsten schreibt mir gerne mal in die Comments, welche No Lick No Ride Folge eure Favoritenfolge ist. Und ja, lasst einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. War auf jeden Fall ganz schön Arbeit, die ganzen Szenen rauszusuchen. Über 20 Folgen No Lick No Ride. Ja, und in dem Sinne, bis demnächst. Stay in touch. Ciao.